Erich Fromm, so wie Sie da hier vor uns sitzen, haben Sie sozusagen unsichtbar hinter sich einen großen Berg von Büchern, die Sie im Laufe eines langen Gelehrtenlebens geschrieben haben. Als Psychoanalytiker, als Religionswissenschaftler, als Sozialphilosoph. Ihr jüngstes Buch ist in den Verdacht gekommen, wenn es das ist, wenn das ein Verdacht ist und etwas Unzulässiges wäre, dass es eigentlich ein Buch gegen den Nobelpreisträger Lorenz wäre. Lorenz kommt also gleich am Anfang in diesem Buch vor und im Zusammenhang mit ihm wird sozusagen die Grundthese dieses Buches entwickelt. Sie sagen, Lorenz verstand ursprünglich in der Einleitung schon unter Aggression, das ist das eigentliche Thema dieses Buches, dass sie aber unterscheidend zur Aggression genauer hin nennen, Anatomie der menschlichen Destruktivität, also Aggression ist in ein Stück zu allgemein. Lorenz verstand, sagen sie, unter Aggression einen biologisch notwendigen Impuls im Dienste des Überlebens. Aber da den Begriff Aggression auch auf Blutdurst und Grausamkeit anwandte, folgt daraus, dass diese irrationalen Leidenschaften ebenfalls angeboren sind. Sie bringen das dann in ein sehr eindrucksvolles logisches Schema. Sie sagen, biologisch notwendige Aggression ist gleich angeboren, Destruktivität und Grausamkeit ist gleich Aggression, Destruktivität und Grausamkeit ist gleich angeboren, was zu beweisen war. Das heißt, sie versuchen sozusagen einen logischen Fehler, einen ideologischen Fehler in dieser Beweisführung zu entdecken. Jetzt bleibt die Frage bei diesem sehr dicken Buch, lässt sich eine solche These sozusagen aufbauen auf einem logischen Fehlschluss oder bleibt nicht für den einfachen, unbedarften Leser übrig, aber irgendwoher muss doch das kommen, was der Mensch da hat. Es kann sozusagen nicht, obwohl das religiös möglich wäre, vom Himmel oder von der Hölle gekommen sein. Ja, nun, deswegen schrieb ich das Buch, um zu zeigen, warum das nicht nur ein logischer Fehlschluss ist, sondern warum in der Sache selbst das ein falscher Schluss ist. Sie sagten, ich habe das Buch hauptsächlich gegen den Nobelpreisträger Lorenz geschrieben, nun nicht als Nobelpreisträger und auch nicht gegen ihn, sondern gegen ihn als Vertreter einer ganzen Richtung, die ungeheuer verbreitet ist heute und speziell durch sein Buch über die Aggression. Das sogenannte Böse. Das sogenannte Böse. Und das ist, wobei es sich darum handelt, ist nicht nur etwa ein theoretisches Problem oder ein wissenschaftliches Problem. Es ist auch nicht nur ein psychologisches Problem. Es ist ein hochpolitisches Problem. Denn wenn man zeigen kann, dass die Aggression oder Destruktivität der Menschen angeboren ist, dann natürlich führt es zu dem Schluss, dass wesentlich auch nichts Entscheidendes gegen den Krieg getan werden kann, gegen die Gewalt getan werden kann. Und es führt weiter zu dem Schluss, dass man auch die sozialen und kulturellen Umstände, die die Destruktivität erzeugen, gar nicht zu untersuchen braucht. Denn die Destruktivität ist ja dadurch erklärt, dass sie angeboren ist, wie beim Tier. Das heißt also, die These führt zur Verleugnung oder Verneinung der Kritik der Gesellschaft und speziell der gesellschaftlichen Faktoren, die die Destruktivität ständig erzeugen. Damit kann man natürlich ganz schön Ping-Pong spielen, nicht? Man kann also sagen, die Lorenz-These, die bösartige Aggression ist angeboren, die sei Ideologie. Und dann kann der Ball natürlich zurückkommen, indem man sagt, naja, die These,
die Gegenthese, es gibt gesellschaftliche Ursachen für die bösartige Aggression, die ist ja auch nur ideologisch. Das heißt, wenn man sich gegenseitig die Vokabel ideologisch an den Kopf wirft, so ist die Möglichkeit da, dass man gar nicht sehr viel weiterkommt. Ja. Nun, wissen Sie, dann hätte ich eigentlich nur 10 Seiten schreiben brauchen. Und damit wäre der Inhalt des Buches gedeckt gewesen. Der Inhalt des Buches ist ja gerade zu zeigen, warum, inwiefern Lorenz Recht hat, inwiefern er Unrecht hat und warum er Unrecht hat. Und dazu das Material empirisch und klinisch herbeizubringen und nicht Ping-Pong zu spielen und nicht Ideen hin und her zu werfen. Das Buch ist ja in erster Linie, und deshalb ist es so lang, eine Analyse von Daten, von empirischen Daten und nicht eine ideologische Auseinandersetzung. Und man kann eben zeigen, und ich habe zumindest das zu zeigen versucht, dass bis zu welchem Grade Lorenz Recht hat in der These, dass es eine angeborene, dem tierenden Menschen gemeinsame, der Lebenserhaltung dienende und biologisch verwurzelte Aggression gibt, dass diese Aggression aber nicht die ist, die so große Schwierigkeiten macht, die die Geschichte der Menschheit so grausam und oft so unerträglich gemacht hat, nämlich die Lust am Zerstören, die Lust am Quälen. Und man kann zeigen, und ich versuche zu zeigen, dass diese Lust erstens nicht biologisch fundiert ist, dass sie im Ganzen und Großen nicht bei den Tieren zu finden ist, zumindest nicht bei den Säugetieren, und war, dass sie spezifisch menschlich ist, dass gerade das Menschliche im Menschen auch das Unmenschliche hervorruft, nämlich, dass nur der Mensch und die Existenzbedingungen des Menschen solche Lust am Zerstören, an dem Quälen hervorrufen und warum das so ist. Das heißt, ich gehe davon aus, was ein anderer großer Ethnologe schon gesagt hat, Tinbergen, der Mensch ist eben das einzige Tier, das ein Killer ist, das die Mitglieder seiner eigenen Spezies, seiner eigenen Art vernichten will, ohne dass ein biologischer oder sonstig rationaler Grund vorliegt. Und die Unterscheidung zwischen der biologisch rationalen, angepassten, defensiven Aggression und der spezifisch menschlichen, irrationalen Destruktivität, die bildet ja den Hauptteil dieser Auseinandersetzung. Ja, wenn Sie unterscheiden zwischen zwei Aggressionsarten, zwischen einer gutartig defensiven, die wir Menschen mit den Tieren sozusagen gemeinsam haben, und einer bösartig destruktiven, sozusagen mörderischen, die unser eigen ist, bleibt natürlich die Frage nach den Ursachen. Lorenz, der aus dem Tierbereich sozusagen kommt, nicht? Sie bezeichnen ihn als einen prominenten Mann, insbesondere in der Erforschung von Fischen und Vögeln. Der hat zumindest dann für sich, ist klar, woher das kommt, die Tiere machen es auch. Die These ist falsch, sagen Sie. Sie sind in der Schwierigkeit dann zu sagen, woher hat denn der Mensch diese mörderische Qualität? Die einfache Erklärung ist eigentlich dann nur die religiöse, nämlich der Sündenfall oder so wie was. Wenn es im Naturreich, im Tierreich nicht da ist, wenn es eine zweite Natur ist, wie Sie auch sagen, diese Art von Destruktivität, eine zweite Natur des Menschen, bleibt halt die Frage übrig, und das macht die These vielleicht ein Stück weniger populär, Ihre These. Sozusagen, weil menschlicher, daher schwieriger, nicht? Woher kommt denn das? Ja, natürlich, dass man entweder zwischen der Lorenzschen These ist natürlich oder der religiösen These, es ist dem Menschen von Gott eingepflanzt oder es ist die Folge des Sündenfalls. Wenn man nur diese zwei, wenn man nur die Alternative hätte zwischen diesen zwei Positionen, dann wäre die Sache ja relativ einfach. Nun,
Ich möchte noch ein Wort zu dem sagen, was Sie eben erwähnt haben. Es dreht sich ja nicht darum, ob Lorenz Befunde an den Tieren richtig sind oder falsch. Lorenz ist ein großer Forscher auf dem Gebiet des Tierverhaltens und ich habe weder die Kompetenz noch einen Grund anzuzweifeln, dass seine Tierforschungen korrekt sind und wenn sie korrigiert werden müssten, dann würden sie von seinen Fachkollegen korrigiert werden. Wenn jetzt von wissenschaftlicher Kompetenz die Rede war, da kommt ja ein Problem herein, dass in sich selber vielleicht ein sozialpsychologisches oder sogar ein medientechnisches Problem ist. Da kommt der Forscher aus der Naturwissenschaft und springt also relativ unvermittelt in Bereiche, die nicht mehr die seinen sind, Soziologie, Geschichte, Gesellschaftsforschung. Und er bringt aber sozusagen die ganze Aura, den Heiligenschein seiner Autorität mit in ein Gebiet eben, wo er nicht mehr eigentlich kompetent ist. Und vielleicht ist das also eine Wurzel dessen, warum Lorenz und Sie so verschiedener Auffassung sind. Ja, das hat schon selbst sein Kollege Tinbergen erwähnt, vor vielen Jahren, indem er gewarnt hat, davor Analogien zu ziehen. Nun ist die Sache noch komplizierter. Die Beispiele von Lorenz sind zum großen Teil Vögel und Fische. Gewisse Analogien wären noch eher überzeugend, wenn sie von den Primaten genommen wären. Und da allerdings würden die Dinge in keiner Weise dem Bild von Lorenz entsprechen, sondern genau das Umgekehrte zeigen. Das heißt, wenn man von den Tieren spricht, die am nächsten, den Menschen am nächsten stehen, dann wären gewisse Beobachtungen über ihr Verhalten oder sind gewisse Beobachtungen über ihr Verhalten immerhin relevant. Aber eine Analogie zu machen zwischen den Graugänsen und dem Verhalten der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten, das ist eigentlich eine Spielerei, um es freundlich auszudrücken, aber eine sehr gefährliche Spielerei, denn das hat ja alles eine Tendenz. Die Tendenz ist ja doch zu zeigen, der Mensch ist also von Natur aus destruktiv und deshalb ist die Destruktivität, die uns bedroht, an der ist eben auch nichts zu ändern. Und das ist natürlich ein sehr gewinnendes Argument für die Menschen, die sich ohnmächtig fühlen, etwas zu ändern, die auch wissen, da ist nicht viel, was sie machen können und die natürlich im Grunde genommen recht zufrieden sind, wenn ihnen jemand sagt, besonders wenn er einen großen Namen in einem anderen Gebiet hat, ihr braucht euch auch nicht aufzuregen, das geht ja alles, wie man so sagt, mit natürlichen Dingen zu. Ja, ich meine, diese Art von Sozialdarwinismus, das ist irgendwo also mit durch Ihr Vorwurf, ein Sozialdarwinismus, der bei Lorenz nicht einmal bis zu den Affen vordringt, sondern sozusagen bei Fischen und Vögeln stehen bleibt, die sozusagen menschlichen Folgerungen, die daraus gezogen werden, sind halt ungeheuer attraktiv. Denn der Mensch, wie Sie schon sagten, der hört das halt gern, ich kann ohnehin nichts machen. Auf der anderen Seite haben Sie die Schwierigkeit, und der müssen wir uns jetzt nähern, dass Sie den Menschen eben begreiflich machen, dass es menschliche Ursachen sind, die die bösartige Destruktion hervorrufen. Denn wenn man es vergröbert, müsste man sagen, na gut, wenn Sie meinen, der Mensch ist sozusagen nichts als gut, nur die Gesellschaft macht ihn schlecht, bleibt ja doch die Gegenfrage, ja, wer ist denn die Gesellschaft? Das sind wiederum Menschen. Und wie kann also aus einer Menschheit, die nichts als gut ist, überhaupt Böses herauskommen? Ja, nun natürlich glaube ich eben nicht, dass der Mensch im Sinne der Aufklärung gut ist. Ich glaube, der Mensch hat biologisch, und dieser Glaube wird von einer ganzen Reihe moderner Neurophysiologen geteilt, eine vom darwinistischen Standpunkt gesehen auch recht einleuchtende Tendenz zum Leben hin, das heißt, sein Leben zu erhalten und nicht eine Tendenz, sein Leben zu zerstören. Aber das bleibt ja nur eine allgemeine biologische Tendenz
Und die Frage ist dann, woher kommt dann die Lust an der Grausamkeit und die Lust am Töten, am Zerstören, die so tief im Menschen ist, dass in der Tat die menschliche Geschichte, wenn wir absehen, gerade von ihren frühesten Epochen, von den sogenannten primitivsten Epochen, ein fast unerträglicher Bericht von Grausamkeiten und Zerstörungen ist, die häufig nur auf der Lust beruhen, zu zerstören. Sie hatten auch viele andere Gründe, ökonomische und politische Gründe, die verkoppelt sind mit diesen Zerstörungstendenzen des Menschen. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Nun, hier muss man mit einem beginnen. Es ist zwar richtig, wie der Darwinismus gezeigt hat, dass der Mensch in vieler Hinsicht dem Tier gleich ist. Es ist aber ebenso wichtig, und das haben eine Reihe von bedeutenden Biologen betont, in wie vieler Hinsicht der Mensch vom Tier verschieden ist. Und dass an diesem Punkt schon die Analogien scheitern. Wenn ich vielleicht ein kurzes Wort darüber sagen kann, und das ist ja ein so kompliziertes Thema, dass man es in ein paar Minuten oder sogar in einer halben Stunde nicht ausschöpfen kann, so müssen wir uns einmal die Frage stellen, an welchem Punkt in der Entwicklung der Primaten ist eigentlich die Gattung Mensch entstanden? Wo kommt der Punkt? Wo ist der Zeitpunkt, evolutionsmäßig gesehen oder richtiger gesagt der evolutionäre Ort, an dem die Gattung Mensch entsteht, geboren wird? Nun, ich glaube, darauf kann man eine Antwort geben und ich habe versucht, sie im Einzelnen zu begründen, dass dieser Punkt der ist, in dem zwei Tendenzen, die sich in der ganzen Evolution des Tierreichs vorfinden, ihren Höhepunkt erreichen. Nun, diese zwei Tendenzen sind einmal die Tendenz zu einer immer geringeren Determiniertheit des Tieres durch seine Instinkte. Je tiefer die Evolutionsstufe des Tieres sind, von der wir sprechen, desto mehr ist das Tier in seinem Gesamtverhalten des Instinkte bedingt. Das heißt nicht, dass sogar schon auf den primitivsten Stufen Umwelteinflüsse, auch Lernen in einer ganz primitiven Art, nicht auch eine Rolle spielen. Aber es sind doch nur modifizierende Faktoren. Das Tier hat im Wesentlichen einen Plan für sein Leben, der durch seine Instinkte direkt vermittelt wird. Bei den Primaten, speziell bei den Schimpansen, ist diese instinktive Determinierung schon außerordentlich gesunken. Und beim Menschen ist sie noch außerordentlich viel mehr gesunken. Der Mensch könnte durch die Instinkte, die er hat, überhaupt nicht sein Leben führen. Er wüsste keinerlei Entscheidung zu treffen, denn die Instinkte, die bei ihm wirklich wirksam sind, sind im Wesentlichen der Hunger, das Bedürfnis nach Schlaf, nach Verteidigung, bis zu einem gewissen Grad nach Sexualität, nach Schutz der Jungen. Aber damit weiß man nicht, wie man täglich leben soll. Ja, jetzt kommt eben die Frage, die entscheidende Frage, wie entsteht das, was Sie die zweite Natur des Menschen nennen? Ja. Dieser Charakter, der einschließt, die eine bösartige Destruktivität, ja, nur wollte ich noch Sadismus, Wort, alles das. Wenn Sie mir erlauben, hier fortsetzen, denn ich habe erst die eine Tendenz jetzt betont. Die andere Tendenz, die man im Tierreich findet, ist ebenso klar, die immer größer werdende Kapazität des Denkens, das heißt das Wachstum des Vorhirns, der Teile des neuen Hirns, der Teile, in der das Denken vor sich geht. Auch hier ist die Entwicklung sehr deutlich. Sie ist bei Menschen ungefähr, ist der Cortex, der neue Cortex, dreimal so groß wie beim Schimpansen. Denn der Mensch ist das einzige Lebewesen, dass sich seiner selbst bewusst ist. Das heißt, dass nicht nur sich bewusst ist, dass es Dinge gibt außerhalb seiner Person, sondern der ein Selbstbewusstsein hat, dass sich bewusst ist, seine eigene Existenz,
als eines Besonderen, aus der Natur herausgetretenen, von anderen Menschen verschiedenen Wesens, der sich bewusst ist seines Endes, des Todes und all der Gefahren, die sein Leben bedrohen. Das Zusammentreffen beider Tendenzen, nämlich der Senkung der instinktiven Determination und des Aufstiegs des Bewusstseins bis zum Punkt des Selbstbewusstseins, das Zusammentreffen dieser beiden Tendenzen in der biologischen Entwicklung des Tieres ist der Punkt, an dem der Mensch entsteht. Der Mensch, der ein hilfloses Wesen ist, denn er ist weder von seinen Instinkten belehrt darüber, wie er leben soll, wie er Entscheidungen treffen soll, noch auch ist seine Vernunft stark genug, um ihm ein Führer zu sein. Damit ist der Mensch vor ein vollkommen neues Problem gestellt, das für das Tier nicht existiert. Und die Frage ist, wie versucht er, dieses Problem zu lösen? Nun, wenn ich darüber noch ein paar Worte sagen kann, ich glaube, der Versuch liegt im Wesentlichen darin, dass er sich eine zweite Natur aufbaut, nämlich den Charakter. Das heißt, eine relativ stabile Struktur von Leidenschaften und Zielen, eine Landkarte von der Welt, so wie er sie sieht, aufgrund seiner kulturellen Situation, und dass die Formation dieses Charakters selbst in erster Linie ein gesellschaftliches Produkt ist. Das heißt, jede Gesellschaft braucht menschliche Energie in einer spezifischen Form, um so zu funktionieren, wie sie funktioniert. Jetzt kommen Sie von einer anderen Seite beinahe wieder nicht mehr in Konkurrenz, sondern in Übereinstimmung mit Ihrem dem Widerpart Lorenz. Sie kommen nämlich auch zu einer Inaktivitätshypothese irgendwo. Bei Lorenz kommt sie ganz direkt von daher, dass die Natur des Menschen eben unabwendbar böse und aggressiv sei. Bei Ihnen kommt sie jetzt daher, dass die ökonomischen Ursachen, die sich als außermenschliche Ursachen bezeichnen, dass die so stark sind, dass der Mensch eben zwar wollen kann, aber das, was er will, ist nicht das, was dabei herauskommt. Und das führt so unter Umständen zum selben Ergebnis, dass der Mensch soll ich mich dann abstrampeln? Ja, wenn ich das gesagt hätte, würde das vielleicht so sein, aber ich glaube, ich habe das nicht ganz so wörtlich gesagt, aber auf jeden Fall nicht gemeint. Das ist ja ein altes Problem. Ist nämlich die marxische Theorie eine Theorie, in der die menschliche Aktivität keinen Platz hat, weil ein Determinismus vorherrscht, bei dem die Geschichte vor sich geht, ohne dass der Mensch viel dazu tut. Nun, das war ganz bestimmt nicht die Ansicht von Marx. Marx hat gesagt, und damit den Punkt sehr zentral und wesentlich ausgedrückt, die Geschichte tut gar nichts, der Mensch tut. Das heißt, es ist eben nicht so einfach, dass hier ökonomische Umstände determinieren und der Mensch einfach so geformt wird, wie das die ökonomischen Umstände verlangen. Das ist ja eigentlich eine bürgerliche Theorie der Umgebung. Das ist die Theorie, der Mensch ist so, wie die Umgebung ihn macht. Das eigentliche Problem liegt ja darin, und das habe ich auch in dem, was ich vorhin sagte, schon eingeschlossen, dass der Mensch in sich aber gewisse tiefmenschliche Bedürfnisse hat, wie zum Beispiel zur Freiheit, zur Unabhängigkeit, zur Gemeinsamkeit, die er immer wieder durchzusetzen versucht unter den Umständen, auf die er trifft. Das heißt, die Geschichte ist ein Wechselspiel, ein Ineinanderspielen von gegebenen objektiven Umständen und von nicht nur dem menschlichen Willen und der menschlichen Vernunft, sondern genau von den Leidenschaften, die in der Natur des Menschen angelegt sind, weil sie nämlich zur vollkommenen Entfaltung des Menschen gehören, wie zum Beispiel seine Leidenschaft für die Freiheit. Wenn Sie sich einmal die Geschichte ansehen, dann sieht man eben,
Ja, die Leidenschaft für Freiheit spielt eine ungeheure Rolle in historischen Bewegungen, in der Veränderung von ökonomischen Umständen. Aber die Rolle der Determination durch objektiv ökonomische, politische Umstände und die Rolle des Menschen als eines leidenschaftlichen, nicht nur vernünftigen Menschen und wie sie ineinander spielen und wie sowohl schlechte wie gute Leidenschaften dabei eine Rolle spielen, destruktive wie lebensfördernde Leidenschaften, das ist das eigentliche Problem des Geschichtsverständnisses. Und dem wird weder eine vulgärmarxistische Theorie gerecht, die im Gegensatz zu Marx glaubt, der Mensch ist nichts als das Produkt der Umstände, noch eine psychologistische Theorie, die sagt, die unbewussten Triebe des Menschen, die machen die Geschichte. Um zur Frage der Aggression zurückzukehren, Sie unterscheiden ja nicht nur zwischen der gutartig defensiven Aggression zur Erhaltung seiner selbst oder der Art, wie sie auch bei Tieren da ist, und der bösartig destruktiven, wie sie nur bei Menschen da ist, sondern innerhalb der letzteren treffen sie eine wesentliche Unterscheidung zwischen Sadismus und Nekrophilie. Das ist jetzt ein Gebiet, wo eigentlich sozusagen sehr viel weniger Einsicht bei einer großen Zahl unserer Mitbürger da ist, als wenn es also um den Sprung von den Lorentzschen Kaltblütern, Fischen und Vögeln direkt in die Weltpolitik geht. Warum ist das eigentlich so? Warum ist es so schwer, die Leute in diese Bereiche hineinzubringen, in eine Aufklärung, Nachdenken in diesen Bereichen zu erzeugen? Nun, zum Teil, weil bestimmte Klischees vorherrschen, zu denen auch zum Beispiel das gehört, dass der Sadismus seinem Wesen nach sexuell ist. Die Psychoanalyse hat viel dazu beigetragen, diesen Standpunkt zu verbreiten. Freud glaubte, dass der Sadismus eigentlich ein Teiltrieb, ein Partialtrieb der Sexualität ist, der in einem bestimmten Alter von, sagen wir mal, 4 Jahren dominierend ist und der dann aber bei einem neurotischen Menschen sozusagen wiederkehrt oder sogar bei ihm da ist, weil er sich nie über diese Stufe, die Libido-Stufe heraus entwickelt hat. Nun ist das auch ganz einleuchtend, denn sadistische Perversionen sind ja recht bekannt, also die Perversion, bei der ein Mann, bei Männern ist es wohl häufiger zumindest, haben sie leichte Gelegenheit dazu, eine Sexuallust nur empfindet, entweder ausschließlich oder doch zumindest im Zusammenhang damit, eine Frau körperlich zu quälen, zu demütigen, zu verletzen, zu fesseln. Nun aber ist dieses Phänomen des sexuellen Sadismus weit weniger verbreitet als die Form des Sadismus, die sehr viel wichtiger ist und die das Wesen des Sadismus ausmacht, nämlich die Leidenschaft, ein anderes Lebewesen vollkommen zu kontrollieren. Das heißt, die Leidenschaft der Macht über andere Lebewesen. Das ist etwas, was man normalerweise nicht schlechthin als Sadismus bezeichnen würde, ich meine, im normalen Sprachgebrauch nicht, aber ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass das der Kern des Sadismus ist. Die Lust daran, einen Menschen zu quälen und ihn zu zwingen, diese Qual ohne Widerstand zu erleiden, ist nur eine besondere Form der absoluten Kontrolle, die man über einen Menschen ausübt und nicht über den Menschen. Objekt dieses Sadismus in diesem allgemeineren Sinn, das heißt der Leidenschaft für die Allmacht über andere lebende Wesen, das ist so deutlich zu sehen, nicht nur im Verhältnis, oder sagen wir mal besser gesagt, das sieht man immer dann, wenn es sich um Verhältnisse handelt, von Menschen zu anderen, die schwach und ohnmächtig sind. Der Sadist hasst nie den Starken. Der Sadist hasst nie den, der ihm überlegen ist. Im Gegenteil, den verehrt er.
Der Sadist hasst den, der schwach ist, und der ruft in ihm hervor die Leidenschaft, ihn zu kontrollieren, ihn zu seinem Objekt zu machen. Letzten Endes ist dieser Wunsch für diese Leidenschaft, andere Lebewesen zu kontrollieren, Hunde, Kinder, Frauen, Sklaven, abhängige Menschen. Diese Leidenschaft liegt letzten Endes in der Verkrüppeltheit, in der Impotenz dessen, der sie besitzt. Der Sadismus ist die Leidenschaft der seelischen Krüppel, die sich selbst ohnmächtig fühlen, die selbst impotent sind. Ich meine jetzt nicht impotent im sexuellen Sinn, sondern in einem allgemein vitalen Sinn. Und die nun diese eigene Ohnmacht kompensieren wollen durch das Erlebnis, dass sie Gott sind, dass sie eine Allmacht haben, die, wenn sie auch nur für eine Stunde dauert, ihnen eine Befriedigung gibt, eine Antwort zum Leben gibt, die sie sogar lohnt, das ganze Leben dafür zu verlieren. Herr Fromm, damit wir das Horrorkabinett sozusagen voll haben, würde ich sagen, versuchen wir also jetzt noch eine Definition dessen, was Sie unter Nekrophilie verstehen, was auch nicht der gebräuchliche, alltägliche Wortverstand ist. Und dann versuchen wir also wieder zu den Ursachen der Dinge zurückzukommen. Und der Ausdruck Nekrophilie, der ist im Allgemeinen gebraucht worden in der pathologischen, kriminalistischen Literatur für eine ganz bestimmte Art der Perversion oder des Verbrechens, nämlich der, was man auf Deutsch nennt, die Leichenschändung. Entweder sexuell oder nicht sexuell. Es gibt ein reiches Material darüber, das zeigt, wie viele Menschen die Perversion haben, leidenschaftlich zu genießen, die Berührung mit dem Toten, mit dem Verfaulten, mit dem Geruch der Leichen oder mit dem Zerstückeln von Leichen, Zerstückeln von Menschen, mit dem Zerstückeln von allen Lebendigen. Das ist im Allgemeinen unter diese Fälle, und ich habe hier viele Beispiele gebracht in dem Buch, sind im Allgemeinen nachzulesen in der Literatur über Perversion und Kriminologie. Der Ausdruck Nekrophilie für ein charakterologisches Verhalten ist zum ersten Mal von Unamuno gebraucht worden, dem spanischen Philosophen, der in 1936, wie er noch Rektor der Universität in Salamanca war, auf den Phalangistenruf, auf das Phalangistenmotto Viva la Muerte, es lebe der Tod, mit einer Rede gehalten hat, zu den großen, die zu den großen historischen Reden gehört, und indem er sagte, das ist ein nekrophiler, sinnloser Schrei. Das heißt, er hat hier nicht mehr nur von dem physischen, von der physischen Nekrophilie gesprochen, sondern von der psychischen, von der Freude an dem Zerstückeln des Lebendigen, an allem, was krank ist, verfault ist, unlebendig ist. Und wie ich zu zeigen versucht habe, letzten Endes auch an allem, was rein mechanisch ist. Und der Unterschied zwischen der Nekrophilie und dem Sadismus ist, dass der Sadist ja nicht das Leben zerstören will, er will es nur ganz beherrschen. Er ist sozusagen warm und nicht kalt. Der Nekrophile hasst das Leben. Er will das Leben als solches zerstören. Das ist sein letztes Ziel, seine letzte Befriedigung, weil er Rache dafür nehmen will, dass er selbst das Leben nicht erlebt hat. Und wenn wir jetzt überspringen von diesen beiden Aspekten dieser zweiten Natur des Menschen, der destruktiven Natur, zu dem, was also offenkundig sehr prominent ist, nämlich, dass das alles in Kriegen eine Rolle spielt. Da gibt es die klassische psychoanalytische These, dass eben dieser Urgrund ausreicht für die Erklärung, warum es Kriege gibt und wie Kriege möglich sind. Und Sie führen hier in Ihrem Buch eigentlich nur in einer Fußnote, aber sie zeigt sozusagen dramatisch einen gewissen Umschwung an, in Wien auf einer Tagung der psychoanalytischen Gesellschaft, wo Mitscherlich meinte, jetzt sei es allmählich Zeit, dass man von dieser These weggehe, gab es also dann sozusagen die offizielle Erlaubnis vom psychoanalytischen Orden, wenn man das so nennen will, vertreten durch Anna Freud, jetzt zur gesellschaftlichen Ursachsforschung weiterzuschreiten. Sie sind einer der Vertreter dieser Richtung. Meinen Sie, dass man da erfolgreich vorangekommen ist?
Es gibt immer noch eine große Heerschar von Psychoanalytikern, die bei dieser Triebstruktur als Ursache des Krieges stehen geblieben sind. Ja, ich glaube schon. Dieser Erfolg sozusagen der Idee, dass man soziale Tatsachen und auch Erscheinungen wie Kriege nicht nur psychologisch erklären kann, sondern die sozialen Umstände berücksichtigen muss, wie man das so nennt, war keine so große Herzensänderung in der Meinung der meisten, speziell aber auch der älteren Psychoanalytiker, sondern das war etwas, was einen Grund hat in zwei Erscheinungen. Einmal die jüngere Generation war politisch fortschrittlicher und vielleicht zur damaligen Zeit zumindest etwas radikaler als die ältere. Und zweitens einmal, was die Analytiker über Krieg geschrieben haben, so vollkommen naiv war und so unhaltbar war, dass, wenn man nicht zu dieser Gruppe gehörte, es einfach lächerlich wird. Denn zu behaupten, dass Kriege im Oedipus-Komplex oder in sonstigen Triebregungen ihre Ursachen haben, das verleugnet diese offensichtliche Tatsache, dass die meisten Kriege entstanden sind aus ökonomischen Interessen, von politischen Interessen, dynastischen Interessen oder auch vom Ehrgeiz bestimmter Politiker oder Militärs. Ja, wenn jetzt also von Ursachen von Kriegen die Rede war, da wäre also jetzt zu fragen, wie viel Rolle spielen dabei Sadismus und Nekrophilie in dem von Ihnen definierten Sinne, weil das wären ja dann immer noch psychologistische Erklärungen des Krieges. Ich glaube, dass bei modernen Kriegen zumindest Sadismus und Nekrophilie bei der Verursachung von Kriegen praktisch überhaupt keine Rolle spielen. Die Kriege werden ja schon deshalb nicht, weil moderne Kriege nie vom Volk gewollt werden, sondern die Regierung muss ja sogar in jedem Fall dem Volk erst einmal einreden, dass sie bedroht sind, um die defensive Aggression zu mobilisieren, die im Menschen natürlich ist, wenn sein Leben oder seine Freiheit bedroht wird. Es ist doch so, dass in modernen Kriegen die kriegsführenden Armeen relativ wenig Akte des Sadismus oder Destruktivität begangen haben. Und wenn man dann vom Fall der Nazis spricht, muss man sagen, dass auch diese Akte im Wesentlichen nicht von der deutschen Armee begangen worden sind, sondern ganz im Gegenteil, dass die Politik Hitlers war, den durchschnittlichen Soldaten abzuschirmen gegen die Kenntnis der Grausamkeiten, die die SS-Formation und andere spezielle Vernichtungsorganisationen durchführten. Das war im Falle von Jugoslawien in einigen Fällen anders, aber im Großen Ganzen ist das so. Es bleibt natürlich dann die Frage, wenn das so ist, dass die Menschen den Krieg nicht wollen und wenn alle diese destruktiven Triebe, die sich dann vermutlich also eher sozusagen im kleinen Bereich auswirken, in der Privatsphäre, in Kleingruppen, wenn die alle nicht ausreichen, um es zum Krieg zu bringen von Seiten des Staates, wie ist es dann möglich, dass es überhaupt Kriege gibt? Nicht? Ich meine, welches ist der Ermöglichungsgrund? Denn zumindest halten die Leute ja still in aller Regel. Ja, nun also, tapfer und lang und so weiter. Ja, nun, das ist die Frage, die die Regierenden selbst sich bewusst oder unbewusst sehr genau vorlegen und sehr genau beantworten. Zum Beispiel Bethmann-Hollweg im Ersten Weltkrieg wusste genau, er kann die Sozialdemokraten nicht zum Kriege bringen, wenn nicht er erst den Russen den Krieg erklärt hat, damit sie fühlen könnten, sie kämpfen für die Freiheit, weil sie gegen den Zaren kämpften. Und so beeilte sich ungeheuer, zunächst einmal die russische Kriegserklärung durchzubringen, damit dann die Möglichkeit gegeben war, die Sozialdemokraten für den Krieg mit Frankreich in England zu bringen. Also das ist ein Grund, eine Weise, dass man die Völker, wie ich schon sagte, in den Glauben versetzt, sie seien bedroht. Das war zum Beispiel die ganze Ideologie der Umzirkelung, der Einkreisung in Deutschland. Das war ein solche moralische Kriegsvorbereitung. Dann gibt es einen zweiten Grund, und das ist, dass der Mensch in unserer Gesellschaft und in den meisten uns bekannten Gesellschaften zum Gehorchen gedrillt ist. Das fängt an mit der Erziehung und setzt sich durch die ganze Gesellschaft durch.
Gehorchen und Gehorsam ist die größte Tugend. Ungehorsam ist das größte Laster. Das ist das Prinzip, was religiös, politisch, moralisch im Großen und Ganzen, wenn nicht von den Philosophen, so doch zumindest in der Praxis des gesellschaftlichen Lebens anerkannt worden ist. Also, die Menschen gehen in den Krieg, weil man ihnen sagt, sie müssten, und wenn sie nicht gehen, sind sie ungehorsam. Außerdem redet man ihnen ein, dass wenn sie nicht kämpfen wollen, sind sie Feiglinge. Zum Beispiel eine Reaktion, die man im Tierreich nicht finden könnte, denn das Tier zieht im Allgemeinen vor, zu flüchten, was biologisch das Sichere ist, außer wenn es nicht mehr fliehen kann, und dann kämpft es. Die Menschen. Ja, wenn von Gehorsam die Rede ist, es haben ja schließlich auch Demokratien, wirkliche oder angebliche, nicht? Staaten mit langer demokratischer Tradition Krieg geführt, wo wirklich oder angeblich die demokratische Tugend der Opposition und des Neinsagens ja doch eine gewisse Rolle spielt. Nun ja, aber man nimmt ja eben die Vaterlandsverteidigung, die wird doch als die Grundpflicht des Bürgers angesehen, und die Regierung sagt ihm eben, wenn das Vaterland verteidigt werden muss. Das entscheidet nicht der Einzelne, sondern da glaubt die Regierung, und ganz abgesehen von allen anderen psychologischen Mechanismen, gehorcht ihr dann, weil man sagt, jetzt ist der Fall gegeben, wo du die Pflicht hast, dein Vaterland zu verteidigen. Dazu kommen aber noch andere Dinge, die den Krieg zumindest mal die ursprüngliche Kriegsbegeisterung möglich machen und die gewöhnlich übersehen wird. Man darf nicht vergessen, welche ungeheure Befriedigung es für Menschen darstellt, das Gefühl der Einheit zu erleben, der Gemeinsamkeit, die gewöhnlich am Anfang eines Krieges da ist oder von der Regierung gefördert wird. Der Kaiser Wilhelm hat das sehr geschickt gemacht, indem er gesagt hat, ich kenne nur noch Deutsche. Und das trug bei, ein Gefühl der Verbrüderung zu schaffen, die zwar eine negative Verbrüderung war, aber wenn man sich das menschliche Verhalten ansieht, ist das Erlebnis der Verbrüderung und der Einigkeit, der Einheit, wie es immer auch, aus welchen Gründen es auch folgt, ein ungeheuer erstrebtes, beglückendes Gefühl, was eben im Kriege zunächst einmal auch erfolgt. Außerdem ist der Krieg in die Möglichkeit, dass Menschen in den Krieg gehen, hängt das noch mit etwas anderem zusammen, und das ist die ungeheure Langeweile des Lebens oder zumindest des Lebens der meisten Menschen, für die das Leben nichts ist als Routine, die, und das ist mehr und mehr so der Fall, an einer Stelle arbeiten, ohne dass sie bestimmen, was sie arbeiten, ohne dass sie einen Anteil haben, deren Arbeit langweilig und uninteressant ist. Herr Fromm, damit sind in Ansätzen ja eigentlich schon Hinweise gegeben, was man tun müsste. Sie haben in Ihrem Buch Anatomie der menschlichen Destruktivität ein letztes Kapitel, einen Epilog über die Zwiespältigkeit der Hoffnung. Gibt es überhaupt Hoffnung? Worin liegt diese Hoffnung? Eine Hoffnung, die Sie so definieren, ob es nicht möglich sein wird, in einer Zukunft, dass Aggression und Destruktivität noch einmal eine nur minimale Rolle spielen. Weil Sie ja sagen, in der Vorgeschichte oder in der frühen Geschichte spielten diese Typen von bösartiger Destruktivität nur eine geringe Rolle. Ja, ich glaube, die Frage ist gar nicht so schwer zu antworten. Wenn das Leben interessant wird, wenn das Leben liebenswert ist und lebenswert ist, wenn die Menschen daran Interesse haben, wenn die Menschen eine Freude am Leben haben, dann verwandelt sich nicht ihre Energie in destruktive oder sadistische Energie. Das Leben in der heutigen Gesellschaft ist für die meisten Menschen uninteressant, langweilig, unbefriedigend, und die Destruktivität ist in gewisser Weise eine Reaktion auf das ungelebte Leben.